Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik und heute schauen wir uns die Sache mit dem Dreieck an und genauer gesagt machen wir Trigonometrie. Hier geht es um die Einführung, also das ist mit diesem Sinus, Cosinus, Tangens, Kotangens und so weiter. Und jetzt machen wir erstmal gemeinsam die Grundlagen. Also, hier seht ihr ein Dreieck, aber nicht irgendeins, sondern eins mit einem rechten Winkel. Das wird gleich wichtig. Beschriften wir erstmal die Großbuchstaben für die Punkte gegen den Uhrzeigersinn A, B, C. Und dann gibt es noch die Kleinbuchstaben immer gegenüberliegend. Hier wäre jetzt klein b, hier ist klein a und hier ist klein c. Kennt ihr alles? Nichts Besonderes. Und wir könnten jetzt hier auch noch den rechten Winkel einzeigen. Das kennt ihr alles. Jetzt kommt das, was neu ist bei der Trigonometrie. Und zwar kriegen jetzt die Seiten neue Namen. Und wir fangen an mit der ganz langen Seite gegenüber vom rechten Winkel. Und die heißt in der Trigonometrie Hypotenuse. So, schwieriges Wort. Und die anderen beiden, da wird es erstmal ganz einfach, das sind einfach Katheten. Kathete und Kathete. So. Das muss man wissen. Also, Trigonometrie, rechter Winkel, die lange Seite, das ist die Hypotenuse und die ist immer gegenüber vom rechten Winkel. Und die anderen beiden, das sind Katheten. So, das war der einfache Teil und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und in der Trigonometrie, da beschäftigen wir uns auch mit Winkeln. So, und hier ist der Winkel Alpha. Und mit der Trigonometrie, da können wir jetzt Seiten ausrechnen, wenn wir den Winkel haben. Das zeige ich euch später. Jetzt geht es aber erstmal um die Benennung. Wenn wir uns in der Trigonometrie den Winkel Alpha angucken, dann heißt diese Kathete, die an dem Winkel liegt, jetzt Ankathete. Und die, die gegenüber liegt, die heißt jetzt Gegenkathete. So, dieses Mal ist es aber super wichtig, dass ihr genau diese Bezeichnung versteht, wann eine Kathete eine Ankathete ist und wann sie eine Gegenkathete ist. Und das ist immer abhängig von dem Winkel, den ich mir gerade angucke. Schauen wir uns Alpha an, liegt diese Kathete an dem Winkel und diese gegenüber. Würden wir uns aber jetzt Gamma angucken, also den Winkel bei C, dann wäre das hier die Ankathete und das hier die Gegenkathete. Und darin liegt diese Schwierigkeit. Der Rest ist nämlich nachher nur noch Formeln, Tippen und Taschenrechner. Aber das Prinzip hier, das muss man verstanden haben. Und das müsst ihr am Ende vom Video können. Ihr müsst also wissen, wo ist die Hypotenuse, wo ist die Ankathete und wo ist die Gegenkathete. Und ihr müsst verstanden haben, dass das wechselt, je nachdem, welchen Winkel ich mir angucke. So, das war's. Jetzt zwei Beispiele. So, hier seht ihr zwei Dreiecke. Und dieses Mal wollen wir wieder beschriften, was die Hypotenuse und was die jeweiligen Katheten sind. Und zwei Dinge erkennen wir. Das hier ist ein rechter Winkel und das ist ein rechter Winkel. Aber es soll einen Unterschied geben. Hier schauen wir uns das Ganze vom Winkel Alpha aus an. Und hier schauen wir uns das vom Winkel Gamma aus an. Okay, gut. Als erstes schreiben wir auf, was die Hypotenuse ist. Hier ist der rechte Winkel, die lange Strecke gegenüber vom rechten Winkel oder die lange Seite, das ist die Hypotenuse. Und das ist in diesem Dreieck ganz genauso. Hier gegenüber Hypotenuse. Und die zu finden, das ist doch total einfach. Okay, so weit, so gut. Und jetzt geht's los. Wir sind jetzt hier in diesem Dreieck und jetzt wollen wir wissen, was ist die Ankathete von Alpha? Also welche dieser beiden Katheten liegt an Alpha? Richtig, das ist die hier unten. Und das ist dann die Ankathete. Wichtig, von Alpha. Und wenn das hier die Ankathete ist, dann ist das da die Gegenkathete. Und ganz wichtig wieder, von Alpha. Weil sie nämlich dann gegenüber vom Winkel ist. Alles klar. Schauen wir uns das hier an. Hier schauen wir uns jetzt den Winkel Gamma an. Hier ist die Hypotenuse. Also liegt in diesem Fall diese Seite hier an dem Winkel. Und dann ist das die Ankathete von
Gamma. Und gegenüber liegt dann die Gegenkathete von Gamma. So, und das ist die Grundlage für die gesamte Trigonometrie. Gleich fangen wir an mit Sinus, Cosinus, Tangens, Kotangens und so weiter. Aber das alles funktioniert nur, wenn ihr in den Dreiecken die Begriffe richtig zuordnen könnt. Und solange wie wir mit Sinus, Cosinus und Tangens arbeiten, ist immer der rechte Winkel Pflicht. Müsst ihr euch merken. Kein rechter Winkel, kein Sinus, Cosinus oder Tangens. So, kommen wir zum letzten Dreieck und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, aber danach könnt ihr das. Als erstes gucken wir uns das an. Aha, Dreieck, hier ist der rechte Winkel, also in A, Alpha und gegenüber die lange Strecke, das ist die Hypotenuse. So, das ist einfach. Und jetzt gucken wir uns als erstes den Winkel in B, also Beta, an. So, und wo ist die Ankathete von Beta? Das ist ganz einfach. Das ist die Strecke, die am Winkel ist und nicht die Hypotenuse ist. Klar. Also ist das hier die Ankathete. Und jetzt ist es aber wichtig, von Beta. Und das ist entscheidend. Und wo ist die Gegenkathete von Beta? Klar, gegenüber. Also ist das hier die Gegenkathete von Beta. Aber jetzt kommt's. Gucken wir uns in dem gleichen Dreieck jetzt Gamma an. Dann ist das hier die Ankathete von Gamma. Weil die liegt ja an dem Winkel Gamma und ist nicht die Hypotenuse. Und hier gegenüber ist dann die gleiche Strecke, die Gegenkathete von Gamma. Das heißt also, die beiden Katheten werden immer abhängig von dem Winkel genannt, den wir uns gerade genauer anschauen. Nur die Hypotenuse bleibt immer die Hypotenuse. Und der Merksatz dahinter ist eigentlich ganz einfach. Die Strecke, die an dem Winkel liegt, das ist die Ankathete. Und die Strecke, die gegenüber dem Winkel liegt, den wir uns gerade angucken, das ist die Gegenkathete. Und wenn ihr das verstanden habt, dann ist das ganze Thema eigentlich nur noch Formeln einsetzen. Das Wichtigste und die Grundlage des ganzen Themas Trigonometrie ist, was ist die Ankathete und was ist die Gegenkathete. Das sind die Voraussetzungen. Jetzt schauen wir uns einmal in der Übersicht die verschiedenen Formeln an. Und dafür gibt es eine kleine nette Hilfe, einen Merksatz, den zeige ich euch. So, wir brauchen zunächst in diesem Bereich vier Formeln. Wir brauchen Sinus, Cosinus, Tangens und den Kotangens. Das sind die Abkürzungen und diese kleinen Buchstabenfolgen, die habt ihr bestimmt auch schon mal auf dem Taschenrechner gesehen. Seht ihr sie? Sinus, Cosinus, Tangens und da oben Sinus minus 1, Cosinus minus 1 und da Tangens minus 1 und was das alles bedeutet, das zeige ich euch im nächsten Video. Aber wir brauchen Formeln und dafür gibt es einen wunderschönen kleinen Trick. Ihr schreibt euch auf Sinus, Cosinus, Tangens, Kotangens genau in der Reihenfolge und dann schreibt ihr auf die Gar-Hühnerhof-AG. Gar-Gar-Hühnerhof-AG, das ist der Merksatz, den ihr braucht. Klingt erstmal komisch, aber daraus macht ihr alle Formeln, die ihr braucht. Sinus ist nämlich Gegenkathete durch Hypotenuse. Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Tangens ist Gegenkathete durch Ankathete. Und der Kotangens ist Ankathete durch Gegenkathete. So, und damit habt ihr alle Formeln. Und das soll zu diesem Video auch reichen. Wir werden in dieser Reihe, die jetzt folgt, uns der Reihe nach Sinus, Cosinus,
Tangens, Kotangens, aber auch den Sinussatz und so weiter angucken. Das heißt also, wenn ihr mehr wissen müsst, dann schaut ihr euch jetzt die nächsten Videos an. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.